Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die hier wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, wir haben wieder von Amir The Kid etwas. Das Ganze ist produziert von Frio und ich bin super, super, super gespannt. Das Einzige, wo ich direkt meine Augen reiben musste und mit, ich weiß es nicht, Erstaunen feststellen musste, dass der Track sehr kurz ist. Ich habe meine Sherlock Holmes Lupe rausgeholt und habe gesehen, der Track ist leider nur 1 Minute 48 lang. Aber das muss ja nichts heißen. Das ist aber meistens so, dass ich dann sage, ach, Bro, ich hätte jetzt gerne noch einen Part gehabt, irgendwie, weil es dann nice ist, ja. Oder, was ich manchmal kacke finde, wenn dann einfach nur dreimal die Hook kommt, 20 Sekunden Part, bin ich kein Fan von. Aber, so oder so, wir hören rein, ich bin sehr gespannt. Das Ding kam um 23.23 Uhr raus und es heißt Wings, ja. Ich mag Amir The Kid sehr gerne, ich habe mir noch nicht alles von seinem Stuff angehört, glaube ich. Ich glaube, man sagt doch Amir einfach, oder? Sagt man immer Amir The Kid? Oder sagt man einfach nur Amir? Oder sagt man, ist es wie bei Dwayne The Rock Johnson, dass man The Kid einfach nur sagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, man sagt einfach Amir. Ich freue mich aber sehr drauf. Ich habe mir nicht alles von ihm angehört bis jetzt, aber ein paar Sachen haben mich richtig, richtig überzeugt. Zum Beispiel das Ding mit Judy zusammen. Junge, wo der Typ einfach mit so einer XXL-Gartenschere da vor der Villa chillt und der Gärtner ist quasi, das war ein richtig geiles Musikvideo. Und der Song hat mich richtig gecatcht. Und wir hören jetzt rein bei Wings. Das Video ist von keinem geringeren als von Eugen himself. Deswegen werden wir heute eine kritische Brille aufhaben. Wenn ich einen Schnittfehler sehe, ein Schnittfehler, der wird angesprochen. Ich freue mich, ganz wichtig, Freunde, wir sind wieder sehr früh am Start. Das heißt, Link zum originalen Video ganz oben in der Beschreibung. Lass erstmal Support und Liebe beim originalen Channel da von 23 Hours. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei Wings. Let's go. Ja, nee, Musikvideo ist scheiße, jetzt schon kann ich sagen. Ist jetzt schon scheiße. Sorry. Okay, ist schon ein epischer Anfang. Ist schon ein sehr epischer Anfang. Ist das Elena Campiri gewesen? Nee. Ist es nicht. Sorry für die Verwechslung. Boah, das ist der Song. Das ist der Song. Oh mein Gott, von dem habe ich die Hörprobe schon gehört. Da hat mich der Beat schon, da hat Frio schon so krass, da hat mich der Beat abgeholt schon. Da hat Frio wirklich ganz krasse Arbeit geleistet. Boah, okay, doch, der kommt. Boah, also wirklich, stellt euch das auf einer fetten Anlage vor. Abfahrt einfach. Ich flieg vom Bali bis Bahamas. Macht sie entspannt oder doch Drama, steht auf Bling. Willst sie nur Cash oder zur Gala? Boah, also wirklich, dieser Beat, Junge, Frio. Ich wollte Frio oft schon knuddeln, aber heute mehr denn je. Ganz kurz auch das Musikvideo wieder insane. Es sieht richtig nice aus. Es kommt so ein geiler Vibe auf irgendwie. Es ist super simpel eigentlich. Slow-Mo-Aufnahme, die drei Jungs Kellner. Der eine sieht übrigens aus wie der kleine Bruder von Kilian Mbappé irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Feeling bei euch auch so rüberkommt. Und dann natürlich Amir, wie er da so steht und dann auch ins Auto steigt, rappt irgendwie. Da kommt Feeling auf. Da kommt cooles Feeling irgendwie auf. Ich weiß nicht. Ich glaub, meine Bitch ist classy. Tüten nennen sie Daddy. Ego so wie Schmuck heavy. Mach paar Jinks, bin ich ready. Ihre Lips sind pricey, so wie Fiji. Boah, das ist ein guter Flow, Tut ihre Fissung von Amini. Sie fährt nur mit dem Black Lamborghini. Kleine Bitch ist greedy. Das ist das, was ich auch beim letzten Mal schon meinte. Der Typ ist halt so ein Charakter, der wirkt so confident. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Der sieht aus wie, boah, 17, 16, 17, 18, irgendwie maximal 18, aber eher so 17, 16, diese Richtung. Und Bro, der strahlt so eine Confidence aus und hat so einen eigenen Vibe, den er irgendwie jetzt schon so richtig geil rüberbringt irgendwie. I don't know. Sie fährt nur mit dem Black Lamborghini. Kleine Bitch ist greedy. Baby, meine Party geht um Neid. Dass ich bis zum Macht hätte ich bleib. Baby fragt sich, was sind ihre Insights. Danach lacht sie, bevor sie die Tits zeigt. Was ist ein Drink? Boah. Ist da drin Mali oder Marker? Ich krieg Wings.
Ich flieg von Bali bis Bahamas, was ein Drink. Und das Ding, also gut, ich merke schon auf jeden Fall, wir haben einen relativ kurzen Part und zweimal halt die Hook. Das Ding ist auf jeden Fall so ein Party-Ding. Das kommt in die Party-Playlist, weil, Bro, das wird so im Kopf drin bleiben. Dieses, was ein Drink. Ist da ein Molly. Das ist halt so catchy. Also wirklich, das ist so eine super geile Hit-Melody. Wisst ihr, das Ding bleibt im Kopf, wenn du das spielst auf einer dicken Anlage. Das hat einfach, der Song bleibt auf jeden Fall im Kopf. Trotzdem, ey, ich bin Fan von längeren Songs. Ich mag es gerne, wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn wir so 2, 2,5 bis 3 Minuten, aber zumindest so 2,5 Minuten Track bekommen hätten. Ich mag so kurze Songs immer nicht so super gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade bei so einem Song, der dann auch noch geil ist, wisst ihr, da hätte ich gerne noch mehr gehabt irgendwie. Ich find's dann immer schade. Aber ein wunderschöner Beat, deswegen die dicksten Shoutouts. Oh, Debütalbum. Ey, hier auch nochmal, Achtung. Vielleicht den, ihr seht gerade, Debütalbum kommt 2000. Keiner weiß, da kann jede Zahl hinterstecken. Müsste vielleicht nochmal anpassen hier, dass der, dass das Ding hier nicht drüber ist. Geil, Album angekündigt, einfach mal so. Krass, gut, vielleicht kommt dann ja noch auf dem Album eine längere Version von Wings oder das ist halt einfach so ein kurzer Track. Ich will da auch gar keinen Leuten reinreden. Es wird ja auch Sinn und Zweck haben, warum der Song jetzt nur so kurz ist. Deswegen alles cool. Ich mag es halt einfach lieber, wenn man so einen geilen langen Song hat. Ey, was soll ich sagen? Melodie 20 aus 10 habe ich. Haben wir das im Hörprobenformat drin gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Hörprobe auf jeden Fall gehört und dachte mir, Junge, das ist eine insane geile Melodie. Ich freue mich drauf. Und ey, da hat Judy auf jeden Fall beim Beat auch, Judy, Digga, jetzt bin ich bei Judy schon gewesen, weil wir eben drüber geredet haben, da hat Frio auf jeden Fall beim Beat exzellente Arbeit geleistet und wie ich eben meinte schon, Ami hat einfach so einen geilen Charakter, der Typ wirkt so fucking confident, als ob er das 20 Jahre gefühlt macht und er ist so, der ist einfach ein Charakter, der hat irgendwas an sich, was funktioniert, wo man in seinem Alter das nicht bei vielen Leuten erwarten würde. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf seine Entwicklung und freue mich sehr drauf. Und ey, ich warte immer noch, weil 23 Hours hat geile Signings aktuell am Start. Ich will keinen Sampler haben direkt, so weit will ich gar nicht gehen, aber auf diesem Debütalbum dann, ja, möchte ich bitte Features haben von den anderen Artists, sag ich mal. Und das könnte richtig geisteskrank werden, Junge. Mit Isra zusammen, boah, mit Art zusammen. Ich sag's nur, wie es ist. Könnte geisteskrank werden. So oder so, Freunde. Ich freue mich drauf. Lasst Feedback in den Kommentaren da. Checkt auf jeden Fall noch. Ansonsten gerne ein paar Playlists ab. Hier habe ich hier oben im i welche reingepackt. Ansonsten auch in der Videobeschreibung. Wir schauen aktuell 7 vs. Wild zusammen. Der Hype ist real, Junge. 1,5 bis 2 Stunden Reactions alle 2, 3 Tage. Der Hype ist real. Ich bin so drin, Junge. Ich bin so drin. Es macht Bock, mit euch zusammen zu gucken. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr da auch noch mal Bock habt, reinzuschauen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt bitte so fresh und gut aussehen wie immer natürlich. Und ciao.